Zertifikat Deutsch für Jugendliche. Hörverstehen Teil 2. Du hörst nun ein Gespräch. Dazu sollst du 10 Aufgaben lösen. Du hörst dieses Gespräch 2-mal. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markiere deine Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lies jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Du hast dazu 1 Minute Zeit. Du hörst jetzt das Gespräch. Hallo zusammen. Hallo und willkommen zu Sounds. 2 Stunden Topmusik und ein Live-Interview. Am Mikrofon Gabriela Tomaschett. Und heute bei mir im Studio ist der erfolgreichste Schweizer Rockmusiker der letzten Jahre. Ich begrüße Marco. Hallo Marco. Hallo. Marco, hallo ist doch eigentlich falsch. Wir sagen heute Tschüss. Tschüss und Ciao zu Marco und Band. Seit letzter Woche ist es offiziell, ihr hört auf. Marco und Band, also Marco, Slatko und Thomas, das ist Geschichte. Habt ihr das schon länger gewusst? Ja, gut, vielleicht tief im Innern schon. Ich zumindest, aber gesprochen haben wir nie darüber. Nein, wir sind dann zusammengesessen, der Slatko, der Thomas und ich, nach dem letzten Konzert und dann ging alles sehr schnell. 10 Minuten oder so. Aufhören? Ja, aufhören. That's it. So sind wir halt. Moment mal, das interessiert uns natürlich. Also, ihr habt Erfolg, die Fans lieben euch und jetzt hört ihr plötzlich auf. Warum denn eigentlich? Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben so viel erlebt, so viel mehr, als wir uns je erträumt hatten. Irgendwie. Und nach den letzten beiden Konzerten im Zürcher Hallenstadion, also das war dann der totale Höhepunkt, da haben wir uns gesagt, also das war so schön, wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben und das wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen mit irgendetwas anderem. Was waren denn so die Reaktionen der Fans? Ich meine, jetzt weiß man seit einer Woche, dass ihr aufhört. Ja gut, es gab schon viele Reaktionen, so hört nicht auf und macht doch weiter und so, aber die meisten hatten Verständnis für den Rücktritt. Sie fanden das ehrlich. Marco, die Leute lieben dich vor allem auch wegen deiner Texte. Alle verstehen dich und du sprichst viele an. Die Fans sagen, das ist einer von uns, aber du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Mit Fernsehen und Zeitungen hattet ihr ja deshalb auch schon Ärger. Naja, wir haben halt eine große Zeitung etwas geärgert. Wie das? Ja, das ist doch ziemlich Kindergarten, diese Zeitung. Also die Geschichte, die sie da schreiben, da ist doch viel erfunden und verdreht. Und dann haben wir uns was ausgedacht, nämlich eine tolle Falschmeldung auf unserer Homepage. Wir hatten da geschrieben, Marco heiratet. Und das stand dann am nächsten Tag auch genauso in der Zeitung. War sehr lustig. Naja, für euch schon. Für die Zeitung war es wohl nicht ganz so lustig. Ja, sicher, klar. Okay, anderes Thema. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte? Wärst du jetzt Bauer oder Manager?
Bauer ist gut. Als Manager sehe ich mich weniger. Ich war ja mal in Australien. 2 Jahre war ich da. Das war nach unseren ersten Erfolgen. Mir wurde das alles zu viel und da bin ich einfach abgehauen. Und in Australien habe ich tatsächlich als Selbstversorger gelebt. Also fast ein Bauer, wenn du so willst. Aber jetzt hast du ja eine eigene Plattenfirma. Also bist du doch ein Manager? Na, was heißt eigene Plattenfirma? Nein. Ich bin nur mitbeteiligt. Ich mache das mit 2 anderen zusammen. Heißt das, du hast in dieser Firma nichts zu sagen? Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber jeder von uns hat halt so sein Fachgebiet. Der eine kommt aus der Werbung, ich kenne die Musikszene sehr genau und der dritte ist eigentlich der Manager. Der macht die ganzen Verhandlungen mit den Künstlern und die Verträge. Und was ist denn da genau deine Aufgabe? Was machst du genau? Also ich beurteile die Musik, die reinkommt. Das heißt, ich höre mir die Demo-Tapes an, die sie uns schicken und entscheide dann, ob wir sie nehmen. Und wer kann euch denn eine Probe oder ein Tape schicken? Jeder, der glaubt, musikalisch zu sein oder einen Hit zu haben. Welcher Musikstil hat die größten Chancen? Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vieles möglich. Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop, aber auch Schlager oder Volksmusik. Was es ist, ist letztlich egal. Es muss einfach gut sein. Tja, gut muss es sein. Das ist ein passendes Schlusswort. Marco, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Danke dir. Ciao. Ja, und wir machen jetzt weiter mit Musik. Du hörst nun das Gespräch zum zweiten Mal. Bitte überprüfe deine Antworten. Hallo zusammen. Hallo und willkommen zu Sounds. 2 Stunden Topmusik und ein Live-Interview. Am Mikrofon Gabriela Tomaschett. Und heute bei mir im Studio ist der erfolgreichste Schweizer Rockmusiker der letzten Jahre. Ich begrüße Marco. Hallo Marco. Hallo. Marco, hallo ist doch eigentlich falsch. Wir sagen heute Tschüss. Tschüss und Ciao zu Marco und Band. Seit letzter Woche ist es offiziell, ihr hört auf. Marco und Band, also Marco, Slatko und Thomas, das ist Geschichte. Habt ihr das schon länger gewusst? Ja, gut, vielleicht tief im Innern schon. Ich zumindest, aber gesprochen haben wir nie darüber. Nein, wir sind dann zusammengesessen, der Slatko, der Thomas und ich, nach dem letzten Konzert und dann ging alles sehr schnell. 10 Minuten oder so. Aufhören? Ja, aufhören. That's it. So sind wir halt. Moment mal, das interessiert uns natürlich. Also ihr habt Erfolg, die Fans lieben euch und jetzt hört ihr plötzlich auf. Warum denn eigentlich? Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Wir haben so viel erlebt, so viel mehr, als wir uns je erträumt hatten. Irgendwie und nach den letzten beiden Konzerten im Zürcher Hallenstadion, also das war dann der totale Höhepunkt, da haben wir uns gesagt, also das war so schön, wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben und das wollen wir uns jetzt nicht kaputt machen mit irgendetwas anderem. Was waren denn so die Reaktionen der Fans? Ich meine, jetzt weiß man seit einer Woche, dass ihr aufhört. Ja gut, es gab schon viele Reaktionen, so hört nicht auf und macht doch weiter und so, aber die meisten hatten Verständnis für den Rücktritt. Sie fanden das ehrlich. Marco, die Leute lieben dich vor allem auch wegen deiner Texte. Alle verstehen dich und du sprichst viele an. Die Fans sagen, das ist einer von uns, aber du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund. Mit Fernsehen und Zeitungen hattet ihr ja deshalb auch schon Ärger. Naja, wir haben halt eine große Zeitung etwas geärgert. Wie das? Ja, das ist doch ziemlich Kindergarten, diese Zeitung. Also die Geschichte, die sie da schreiben, da ist doch viel erfunden und verdreht. Und dann haben wir uns was ausgedacht, nämlich eine tolle Falschmeldung auf unserer Homepage. Wir hatten da geschrieben, Marco heiratet. Und das stand am nächsten Tag auch genauso in der Zeitung. War sehr lustig. Naja, für euch schon. Für die Zeitung war es wohl nicht ganz so lustig. Ja, sicher, klar. Okay, anderes Thema. Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht geklappt hätte? Wärst du jetzt Bauer oder Manager?
Bauer ist gut. Als Manager sehe ich mich weniger. Ich war ja mal in Australien. 2 Jahre war ich da. Das war nach unseren ersten Erfolgen. Mir wurde das alles zu viel und da bin ich einfach abgehauen. Und in Australien habe ich tatsächlich als Selbstversorger gelebt. Also fast ein Bauer, wenn du so willst. Aber jetzt hast du ja eine eigene Plattenfirma. Also bist du doch ein Manager? Na, was heißt eigene Plattenfirma? Nein. Ich bin nur mitbeteiligt. Ich mache das mit 2 anderen zusammen. Heißt das, du hast in dieser Firma nichts zu sagen? Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber jeder von uns hat halt so sein Fachgebiet. Der eine kommt aus der Werbung, ich kenne die Musikszene sehr genau und der dritte ist eigentlich der Manager. Der macht die ganzen Verhandlungen mit den Künstlern und die Verträge. Und was ist denn da genau deine Aufgabe? Was machst du genau? Also ich beurteile die Musik, die reinkommt. Das heißt, ich höre mir die Demo-Tapes an, die sie uns schicken und entscheide dann, ob wir sie nehmen. Und wer kann euch denn eine Probe oder ein Tape schicken? Jeder, der glaubt, musikalisch zu sein oder einen Hit zu haben. Welcher Musikstil hat die größten Chancen? Das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist vieles möglich. Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop, aber auch Schlager oder Volksmusik. Was es ist, ist letztlich egal. Es muss einfach gut sein. Tja, gut muss es sein. Das ist ein passendes Schlusswort. Marco, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Danke dir. Ciao. Ja, und wir machen jetzt weiter mit Musik. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2.